So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, soll ich euch nicht über diejenigen etwas berichten, die die Besten unter euch sind? Allahu Akbar. Diejenigen, wenn man sie sieht, dann denkt man an Allah azza wa jalla. Allahu Akbar. Das heißt, man erinnert sich an Allah. Du siehst ihn, du sagst, subhanallah, ich habe heute noch nicht gebetet. Du siehst ihn und du rauchst gerade eine und sagst, A'udhu billah, weg damit. Du erinnerst dich an, das sind die Besten. Wenn man sie sieht, so wird man an wen erinnert? An Allah. Er hat ein schönes Outfit, ein Bart, ein Siwak. Er lebt nach der Sunna, schmückt sich mit der Sunna, nicht mit dem Rasieren und Goldtragen. Manche Geschwister von uns, Hadahumullah, möge Allah ihm vergeben, der denkt, er kommt zum Jum'a geschmückt. Er meint es wirklich nicht böse. Dann rasiert er sich sogar unter die Haut und trägt Gold, weil er will sich schmücken. Aber Gold ist Schmuck für wen? Für die Frau. Und Rasieren ist Nachahmung von wem? Von Frauen, ja, und der Mushriki. Das ist kein Schmücken, ja, Achim. Schmuck ist nach was? Nach dem, was der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dir beigebracht hat. Dann sagte er zu ihnen, soll ich euch nicht über diejenigen etwas berichten, die die übelsten, schlimmsten Leute unter euch sind? Das sind diejenigen, die unter den Leuten umhergehen und Feindschaft zwischen den Geschwistern erzeugen wollen mit den Worten, die sie übermitteln.